Weißt du, was das bestperformende Asset der letzten 15 Jahre war? Bitcoin. Bitcoin. Ja. Und wie war das nochmal mit dem Use Case von Bitcoin? Sehe ich nach wie vor keinen angewandten Use Case. Angewandter, was bedeutet angewandter Use Case? Angewandt heißt für mich, dass es eine breite Masse erreicht, die die Marktkapitalisierung erklären würde. Aha. Das heißt, für dich ist dann Bitcoin überbewertet? Oder? Ich würde mir keine Bewertung, also ich würde mir nicht erlauben, das zu bewerten, ob was über- oder unterbewertet ist. Ich finde nur, über den spekulativen Use Case hinaus, habe ich persönlich auch keinen Use Case gesehen. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich in Bitcoin investiert. Ja. Und zum Beispiel, dass man zensurresistentes Geld hat, zum Beispiel Leute, die ganz Zugang... Ist ein theoretischer Use Case, der aber meiner Meinung nach nicht die Multimilliarden-Market Cap erklären würde. Und dass man zum Beispiel sagt, Bitcoin ist absolut begrenzt, alles andere tendenziell weitet sich. Ist auch ein Use Case, aber allerdings ist es ja, also im Endeffekt... eine Eigenschaft, die muss ja irgendwie umgewandelt werden in echten ökonomischen Mehrwert. Aha. Und im Endeffekt, wenn wir sagen, okay, das Internet hat ja auch mal klein gestartet. Ja. Und dann gab es natürlich auch vielleicht viele Leute, die gesagt haben, okay, das ist zu irrelevant. Ja. Und momentan kann man natürlich Bitcoin auch leicht ignorieren, hat eine Marktkapitalisierung von einer Billion. Und quasi muss es für dich quasi in der Marktkapitalisierung steigen, dass du es ernst nimmst. Ja, ich bewerte das auch nur aus heutiger Sicht. Ja. Also ich will jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, Bitcoin wird nie einen Use Case haben. Ich beschäftige mich nur schon eine Weile damit und finde, dass immer sehr viel versprochen wurde, aber tatsächlich noch nicht so viel realisiert. Also ich habe ja zum Beispiel selbst mir eine eigene Lightning-Node aufgesetzt und viele Lightning-Zahlungen, also als ich in El Salvador war, selbst mit Lightning bezahlt, also über meine eigene Node. Und das funktioniert somewhat, also es gibt immer noch technische Schwierigkeiten, aber das ist ja okay. Aber was ich nicht beobachten kann, ist, dass es halt wirklich massiv viele Leute gibt, die dort dran entwickeln, um eine gute Lösung hinzustellen, die auch massentauglich und an der Masse angewandt wird, ja. Und wenn jetzt BlackRock Bitcoin-ETFs anbietet und so, ist das für dich nicht schon der erste... Aber warum machen die das? Also das machen die als Spekulation, oder? Also um auf steigende Kurse zu setzen. Ja. Also es ist ja einfach nur, BlackRock weiß, dass es Leute gibt, die dort rein investieren wollen. Sie können damit eine TER, also eine Gebühr verdienen, also machen sie es. Das heißt ja nicht, dass BlackRock überzeugt ist, dass es ein gutes Asset ist. Aber also ich will damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Asset ist, aber weißt du, was ich meine? Aber das heißt, wenn du dann so argumentierst, dann heißt es ja fast, dass dann Bitcoin so eine Art Ponzi-System ist. Nur weil Leute dran glauben, investieren die rein, hoffen auf höhere Kurse. Und jetzt sagen wir mal, das gesamte Geldsystem funktioniert ja nur durch den Glauben. Ja? Also wenn jetzt alle sagen würden, ich akzeptiere keinen Euro mehr, dann wäre der Euro ja auch wertlos. Und dementsprechend könntest du es ja dann auch als Ponzi-System bezeichnen. Ja. Es ist ja immer nur eine Frage, wie, also Bitcoin ist ja im Endeffekt wie ein soziales Netzwerk. Ne? Je mehr Leute drin sind, und das Nutzen, desto höher ist der Wert davon, also dass Leute das nutzen. Und meine Argumentation ist nur dahingehend, ich weiß, dass ich der Bitcoin-Community sehr kritisch dafür gesehen werde, ist, dass da nicht genug Leute drin sind, als dass dieses Netzwerk aus heutiger Bewertungssicht genug Relevanz hat. Ja, ich verstehe. Und ich will damit nicht sagen, dass Bitcoin scheiße ist, wie gesagt. Ja. Und wie siehst du das dann mit der Inflation? Das heißt, die EZB hat ein Inflationsziel von 2%. Ja. Findest du, wir brauchen ein Geld, das sich inflationiert? Oder? Ja, denke ich schon. Ja. Denkst du schon? Ja. Und kannst du das begründen? Naja, ich meine, Staaten müssen sich irgendwie entschulden. Das funktioniert über eine Inflation. Und eine Inflation ist ja per se nichts Schlechtes. Also eine Inflation wird ja erst dann problematisch, wenn die Gehaltssteigerungen und die Preise für Waren auseinandergehen. Dann wird ja Inflation problematisch. Eine Deflation ist in der Regel problematischer. Ja, aber das ist... unterschiedliche volkswirtschaftliche, da würde ich in die Debatte gar nicht reingehen, weil ich nicht genug auskenne. Ja, okay, wenn zum Beispiel, wenn wir historisch gucken, die meisten Währungen sind halt in der Hyperinflation kaputt gegangen. Ja, es gab wir sind jetzt nicht in der Hyperinflation. Ja, aber es gab halt wenige, also es gibt wenige Beispiele historisch, wo irgendwie Deflation zu einem Problem geführt hat. Abgesehen davon ist Bitcoin ja auch inflationär momentan. Ja, also es ist im Endeffekt disinflationär, wenn man es ganz genau betrachtet, weil die Inflation nimmt ab. Ja. Also wir hatten jetzt das Bitcoin-Halving, jetzt ist Bitcoin quasi das knappste Gut der Welt, sogar knapper tendenziell besser in der Inflation wie Gold, 0,75% oder sowas. Ja. Und das heißt, du würdest dann quasi eher plädieren, dein Geld in einem breit gestreuten Aktienindiz oder sowas anzulegen? Ich finde Diversifikation immer sinnvoll, also egal von welcher Anlageklasse wir sprechen. Und auch all in Bitcoin halte ich für nicht sinnvoll, weil es halt, du setzt halt alles auf eine Technologie, auf ein Thema und das hat für mich mit Anlegen wenig zu tun. Es ist für mich mehr so eine Glaubensfrage dann. Ja. Und ich würde Glaube und langfristige Geldanlage voneinander trennen, ja. Und Aktieninvestment ist dann keine Glaubensfrage. Wenn du einen breit gestreuten ETF hast, ist das was relativ Sicheres aus deiner Sicht? Ja, weil du ja diversifiziert bist in viele Unternehmen. Also es sind ja produktive Unternehmen im Hintergrund. Was hältst du dann zum Beispiel von Gold oder Immobilien, anderen Assets? Kann man die dabei mischen? Oder? Ja, also ich selbst habe ja auch eine Immobilie. Gold halte ich tatsächlich wenig von, weil
weil ich da auch die Anwendungsfälle nicht sehe. Also außer jetzt Wertspeicher, aber du kannst deinen Wert auch woanders aufbewahren. Ja. Ja, aber ja, definitiv. Ja, sehr spannend. Jetzt noch die spanische Frage, die fragen mir ganz viele Leute. Wenn wie viel Bitcoin habe ich? Alle verloren im Bootsunfall, oder? Bitte? Alle Bitcoin im Bootsunfall verloren. Nee, wieso? Kennst du das nicht, das Meme? Okay. Bitcoiner, die reden oft davon, dass sie ihre Bitcoin im Bootsunfall verlieren, weil wenn, dann weiß natürlich auch niemand, dass du Bitcoin hast. Und ja, ja. Bitcoin hat natürlich schon, wenn wir jetzt mal mit verschiedenen Assets vergleichen, hat es vielleicht das höchste Upside-Potenzial. Also, sag mal, es gibt natürlich viele Mondprognosen, Bitcoin 1 Million bis 2030 oder whatever. Und wenn du natürlich jetzt nur einen kleinen Anteil an Bitcoin hast, 0,1 Bitcoin, 1 Bitcoin, kann es natürlich in 10 Jahren was extrem Wertvolles sein. Aber guck mal, wenn du mit Bitcoinern sprichst, die mehr so diesen technischen Aspekt haben, mit René Pickard habt ihr sicherlich auch schon mal gesprochen. Ja. Ne? Wenn ich den frage, wo steht denn der Bitcoin in Zukunft, guckt er mich an wie so ein Auto, weißt du? Weil im Endeffekt, also wenn du wirklich was für die Technologien tun willst, müsste dir der Preis eigentlich egal sein, oder? Ja, und du müsstest ja auch sagen, wenn ich Bitcoin als Zahlungssystem haben will, ist mir egal, wo der Preis in Euro gemessen steht. Weil ich möchte, dass das mein Zahlungssystem ist. Und das ist halt für mich viel so ein bisschen so revealing, dass es halt ein Spekulationsmittel ist. Ja? Ja. Was auch nicht per se schlecht ist. Ja? Aber ich würde nicht mein gesamtes Geld in Spekulationsmittel investieren. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist ja auch die Erkenntnis, wo viele Bitcoiner dazukommen, dass ein Bitcoin ist. Natürlich, wenn du neu bei Bitcoin bist, dann denkst du... Ja, aber du musst ja immer in Ware. Also im Leben möchtest du ja deine Miete bezahlen, möchtest dein Auto kaufen, möchtest einkaufen gehen. Und da ist ja die Ware immer noch flat in Euro. Ja. Ab dem Moment, wo das in Bitcoin gemessen wird, brauchst du dir den Wechselkurs nicht mehr angucken. Das stimmt schon, oder? Das heißt, wenn wir dann ganz langfristig sehen, dann wäre doch eigentlich Bitcoin auch eine extrem gute Recheneinheit, weil wir auf einmal einen Meterstab haben, der sich nicht mehr ausweitet. Weil wenn wir aktuell unser Fiat-Geld als Recheneinheit benutzen... Ist das so ein großes Problem, die Ausweitung? Also ich sag mal, du sagst, wir haben jetzt 2% Inflationsziel. Das bedeutet, über die Hälfte von deinem Leben hat sich quasi einmal dein Vermögen halbiert. Ich meine, das ist ja nicht nichts. Ich habe auch dein Einkommen gesteigert. Ja, aber halt nicht so stark, wie die Inflation gestiegen ist. Und wenn ist, du das Geld angelegt hast, hast du sogar überproportional die Inflation überkompensiert. Ja. Also ich verstehe schon, das eine ist eine statische, das andere eine dynamische Größe. Aber wenn du in einer dynamischen Größe unterwegs bist und die anderen Faktoren auch dynamisch sind, dann ist es ja an sich kein Problem. Ja, aber weißt du, wie viele Leute, wie hoch die Aktienquote ist, ist ja sehr niedrig. Ich meine, ihr macht natürlich einen sehr, sehr guten Job. Ja. Und natürlich kann man das leicht sagen, man legt dann den ETFs an. Aber wenn du einfach mal die Facts anguckst, dann sind die meisten Leute Inflationsverlierer. Natürlich deine Abonnenten, die sind Inflationsgewinner vielleicht. Die profitieren vielleicht sogar von dem Geldschöpfungsprozess, von dem Cantillon-Effekt. Die haben vielleicht sogar Zugang zu billigen Krediten, können das dann in Assets packen, Immobilien oder whatever. Ja. Aber der Otto-Normalverbraucher, der ist doch Verlierer von der Inflation. Ja, also Inflation ist auch Staatsentschuldung und wir sind ja auch alle irgendwo Staatsbürger, ne? Ja. Also würdest du sagen, weil zum Beispiel viele Bitcoiner sagen, zum Beispiel Inflation ist Diebstahl, weil ob 2% Kaufkraftverlust, 1%, 10% Hyperinflation oder whatever, aber auch schleichender Diebstahl ist und bleibt Diebstahl. Ja gut, aber ich meine, das ist ja, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Also Diebstahl muss ja immer irgendwo ein Dieb sein. Und wer ist in diesem Fall der Dieb? Die Zentralbank. Ja, aber die Zentralbank ist ja nicht, die macht ja nicht die Inflation. Ja. Die Zentralbank arbeitet ja eigentlich bewusst gegen die Inflation. Also Inflation ist ja im Endeffekt, dass Unternehmen ihre Preise steigern. Ja. Aber dann müsste ja tendenziell die Zentralbank die Zinsen auf 10% setzen, wenn sie wirklich was gegen die Inflation machen wollten. Weil gut, das hätte dann wieder andere Wirkungen und damit würdest du halt eine Wirtschaftskrise auslösen. Genau, und das ist quasi die Falle, in der die Zentralbank sitzt. Sie müssten theoretisch die Zinsen erheben, damit die Inflation runterkommt. Genau. Können sie aber nicht, weil irgendwelche anderen Nationen so überschuldet sind, dass sie quasi ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Ja, nicht nur eine Überschuldung, du kühlst ja auch national die Werkzeuge. Also nicht nur andere Staaten, sondern würdest auch in Deutschland die Wirtschaft abkühlen. Ne? Ja. Also Unternehmen könnten sich dann deutlich schwieriger refinanzieren und weniger Investitionsprojekte starten. Hast du das mitbekommen, dass in den USA mittlerweile die Zinszahlungen höher sind als das Militärbudget pro Jahr? Habe ich nicht mitgenommen, aber es wundert mich nicht. Ja. Und in den nächsten 5 Jahren wird es sich natürlich nochmal exponentiell steigern. Glaubst du, da gibt es so eine Möglichkeit, wie sich Nationalstaaten, vor allem jetzt vielleicht im Euroraum oder Amerika, können die sich überhaupt noch entschulden? Ist das noch möglich? Amerika ist schwierig, glaube ich. Ja. Also ich glaube, das ganze System ist darauf aufgebaut, dass sich nie entschuldest. Denn ich meine, diese Entschuldungsthematik kommt aus dem privaten Bereich. Also du musst zu deinem Lebensende schuldenfrei sein. Also zumindest wird die Bank deine Kreditlaufzeit darauf ansetzen. Ja. Aber ein Staat hat ja keine Lebenserwartung sozusagen. Der lebt ja quasi unendlich. Das heißt, du kannst deine Schulden theoretisch unendlich weit fortführen. Und kannst diese Schulden refinanzieren. Weil also das ist die Logik ein bisschen andere. Ja, weil ein Staat tendenziell nicht pleite gehen kann. Das heißt, ein Unternehmen kann pleite gehen. Doch, ein Staat kann natürlich pleite gehen. Das haben wir schon vielfach gesehen. Aber genau, also was ich sagen will, ist, du musst nicht den Schuldenberg abbauen. Also du kannst auch
du kannst auch die Schulden einfach weiterrollen, sozusagen. Aber der Staat, der kann in seiner eigenen Währung ja nicht pleite gehen, nur in der Fremdwährung. Zum Beispiel Deutschland kann sich jetzt in US-Dollar verschulden und kann dann quasi, okay. Ja, also du musst, also wenn du eine Währungshoheit hast und in eigener Währung Anleihen, also Staatsschulden ausgibt, kannst du die natürlich entwerten, logisch. Und wie siehst du gerade so die makroökonomische Entwicklung, weil man sieht gerade eine De-Dollarisierung, immer mehr Leute verlieren das Vertrauen in den Dollar. Habe ich keine Meinung zu. Also habe ich kein Wissen zu, Okay. Okay. Ja, kann ich nichts zu sagen. Okay, ja, das ist schon ein sehr fairer Punkt. Ja. Wenn du jetzt die Wahl hättest, weil viele sagen ja zum Beispiel, dass Bitcoin das neue digitale Gold ist. Ja. Vielleicht, was sagst du da dazu? Ist Bitcoin digitales Gold? Hat Bitcoin das Potenzial, Gold auch in der Marktkapitalisierung zu überholen? Wenn es das, ja, bestimmt, das in der Marktkapitalisierung zu überholen. Wenn es aber nur das neue digitale Gold wäre, würde ich keine Bitcoin halten. Das interessiert mich nicht. Okay. Also alleine nur ein Asset zu haben, wo ich mein Geld parken kann, das kann ich in Aktien machen, das kann ich in jede Menge Wertpapier machen, das kann ich in Immobilien machen. Auch eine Immobilie ist, kann zwar am Wert in Euro verlieren, aber du kannst immer sagen, ein Haus ist ein Haus, da kann ich drin wohnen. Genau wie du sagst, ein Bitcoin ist ein Bitcoin-Wert. Ja. Von daher würde ich mir für Bitcoin immer wünschen, dass da irgendwann weitere Anwendungsfelder dazukommen, die auch wirklich eine breite Anwendung finden, was wir im Gold jetzt nicht haben. Aber was wäre es für dich zum Beispiel ein Anwendungsfall, dass man überall mit Bitcoin bezahlen könnte? In internationale Zahlungsmöglichkeiten, genau, also Intermediäre rausschneiden, solche Dinge. Also das ist das, was initial in diesem Bitcoin als P2P-Zahlungsmittel Gedanken drin war. Ja. Also reine Wertaufbewahrung. Ich meine, wir waren ja in El Salvador gewesen und ich habe mit Leuten darüber gesprochen, habe gesagt, spart ihr in Bitcoin. Also die haben mir diese Shiba Wallet gekriegt mit 30 US-Dollar Startguthaben und die Leute haben gesagt, ich kassiere nicht in Bitcoin, beziehungsweise ich kassiere in Bitcoin ab, aber in dieser Shiba Wallet transferiere ich das direkt in US-Dollar. Dann habe ich gesagt, warum macht ihr das? Und die Antwort ist immer dieselbe, Volatilität. Sorry. Also wir können uns durch die wir können uns diese Volatilität nicht leisten. Ich kann heute nicht morgen einfach 20% weniger Einnahmen haben. Weißt du, wenn der Bitcoin aber das hat ja wahrscheinlich auch was mit dem Zeithorizont zu tun. Das heißt, wenn du natürlich Bitcoin über einen 4-Jahres-Zeitraum siehst, siehst du, dass die Volatilität eigentlich irrelevant ist. Das ist ja nur auf quasi auf kurzer Zeit. Aber erklär das mal immer den Elster, weil du seine Lebenshaltungskosten täglich damit begleichen. Richtig, das heißt, es hat natürlich auch was mit Finanzbildung zu tun. Ja, genau. Natürlich, ganz klar. Und jetzt mal halt die Frage, wenn ich dir jetzt, sagen wir mal, Bitcoin ist so eine Art digitales Gold, wenn ich dir jetzt einen Bitcoin geben würde, geschenkt, oder den gleichen Wert in Form von Gold, wofür würdest du dich entscheiden? Ich würde mich definitiv für Bitcoin entscheiden, aus dem Hintergrund, weil ich glaube, da eine kostenlose Option mit dabei ist, die größer ist als beim Gold, und diese kostenlose Option ist eine potenzielle Upside. Okay, das heißt, weil die Upside einfach bei Bitcoin höher ist wie bei Gold. Genau, also rein, das ist die spekulative Sicht. Und das andere habe ich ja schon gesagt, das ist diese Use-Case-Sicht. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn viele weitere Dinge Anwendung finden und ausgebaut würden, wie zum Beispiel ein Lightning-Netzwerk. Ja, aber wenn ich dich dann richtig verstanden habe, dann muss für dich ja auch ein gutes Asset Cashflow haben. Siehst du das dann problematisch, dass Bitcoin kein... Okay. Also für mich dann habe ich es rein interpretiert. Nee, für mich muss ein Asset kein Cashflow haben. Also du kannst ja zum Beispiel, warum investieren Immobilien, Spekulanten in Immobilien in Berlin, München, wo du weniger Einnahme hast durch die Mieten, als das, was du einen Kredit dafür bezahlst. Das ist eine reine Spekulation auf den steigenden Wert. Und genau so kann das bei anderen Assets auch sein. Und bei einem ETF ist dann die potenzielle Upside 7%, 8% oder? Naja, das Schöne am Kapitalmarkt, also Kapitalmarkt sind von Aktien, ist ja, dass wir historisch sehr lange Zeiträume haben. Ja. Beim Bitcoin ist das so, also sind die historischen Zeiträume zumindest statistisch noch nicht repräsentativ. Ja. Du kannst zwar immer von Halving zu Halving gucken und sagen, okay, die Preise sind bei jedem Halving höher gewesen, aber das jetzt auch bedeutet, dass es jetzt auch bei den nächsten Halving auf alle Ewigkeiten immer so sein wird, dass die Preise nach höher sind. Weiß nicht, ob das statistisch reliable ist. Ja, wir machen immer in der Bitcoin-Community manchmal Witze. Wir sagen, bei uns gibt es keine Finanzflussrenditen. Ja. Die gibt es nur bei den ETFs und bei uns gibt es halt richtige Renditen. Ja. Weil wir haben halt irgendwie 100% pro Jahr und bei dir gibt es halt irgendwie nur 10% pro Jahr. Ja, siehst du, wir sind halt kleinbürgerlich. Ja, richtig. Eine geile Weste. Ja. Das wäre jetzt auch mal, ja. Okay, ja cool, das waren sehr, sehr nice Einblicke. Ja, hoffe ich. Ich hoffe, ich kriege nicht so viel Hate von der Bitcoin-Community. Nee. Kannst du Grüße an die Bitcoin-Maxis sagen. Grüße an die Bitcoin-Maxis. Ja, das heißt, genau, dann vielen Dank und danke euch. Sehr, sehr geil. Cool.